Du musst gucken, dass dein Geschäftsmodell skaliert. Du musst es multiplizieren. Du musst irgendwie hinkriegen, dass du nicht deine Zeit verkaufst und so weiter. Stopp. Wie kann ich mich so schnell wie möglich vom Einzeltrainer oder Einzelcoach zum wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmer entwickeln? Hi, ich bin Marius und für mich war es so, als ich mich vor 10 Jahren selbstständig gemacht habe, dass ich einfach nicht so richtig vom Fleck gekommen bin. Ich bin erstmal im Monat nur auf 3-stellig, dann irgendwann endlich mal auf 4-stellige Umsätze gekommen und dabei bleibt es meistens. Das heißt, viele sind bei einem Vermittler, der sie eben bezahlt mit 1.500 Euro am Tag, was schon ganz gut ist. Oder wenn du sogar Direktgeschäft machst, dann bekommst du sogar 3.000 Euro am Tag, wenn du wirklich ein guter Trainer bist. Lass dich allerdings bitte an dieser Stelle nicht verwirren von diesen Aussagen, von diesen ganzen Gurus. Ja, du musst Produkte kreieren, darfst nicht nur deine Zeit verkaufen und so weiter. Vorsicht bei Trainern und Beratern, wir haben auch sehr hohe Margen, das wird oft vergessen. Also meine Reise war so, dass ich immer wieder gefallen bin auf dem Weg zum Unternehmer und immer wieder wirklich am Boden lag und dachte, eigentlich kann ich mir auch gleich irgendwo anstellen lassen als Trainer. Als ich dann hier ausgewandert bin nach Madeira, gab es immer wieder Momente, zum Beispiel als meine Mutter dann schwer krank geworden ist, wo du wirklich eigentlich überlegst, gebe ich jetzt klein bei. Und ich möchte dir 3 Dinge mit auf den Weg geben, die verhindern können, dass du klein beigibst. Das erste Stichwort ist Kunde, das zweite Stichwort ist die magischen 100 und das dritte Stichwort ist das magische Jahr. Das Wichtigste, was ich über Marketing gelernt habe als Trainer ist, dass du dir den richtigen Kunden aussuchen darfst. Wir überlegen und grämen uns oft. Wie soll ich meine Dienstleistung, mein Training oder mein Coaching, ja, was ist attraktiv für den Markt oder für das Zielpublikum? Und das ist ein großer Fehler, weil was sie dabei vergessen ist, wie zahlungskräftig ist eigentlich dieser Typ von Kunde, dem wir da unser tolles Produkt anbieten? Bist du zum Beispiel Karriereberater? Wie viel Zahlungskraft haben eigentlich diese Kunden? Also viele schauen zuallererst auf das eigene Angebot. Das ist ja auch an sich legitim. Aber noch viel wichtiger ist der Schritt davor, mit welchem Traumkunden möchte ich eigentlich gerne arbeiten? Jetzt kommt wieder der nächste Fehler. Viele Menschen versuchen jetzt, sich eine Zielgruppe zusammenzubauen, weil sie das ja gelernt haben im Marketing bei der IHK oder in der Uni. Ja? Das sollst du demografisch festmachen und soziologisch und so weiter und irgendwie Sigma-Milieus und so und was für ein Auto fahren die und das ist ja alles schön gut. Ich jedenfalls bin damit nicht weitergekommen. Es ist deutlich besser, wenn man sich einmal klar überlegt, was ist denn mein persönlicher Traumkunde und mal alles andere vergisst. Sind es eigentlich Menschen, die mal Sportler waren, die vielleicht Extremsportler waren, weil ich war das vielleicht auch. Oder haben die Familie? Ganz wichtig, was verdient denn mein Kunde eigentlich? Ja, wie viel Investitionskraft hat denn mein Kunde? Bis wohin kann ich diesem Kunden helfen und könnte ich ihm noch weiterhelfen? Weil viele von uns stoppen viel zu früh und bringen eine Dienstleistung oder ein Produkt oder eine Beratung, die in irgendeinem Punkt endet und dann versuchen wir uns den nächsten Kunden zu suchen. Es gibt nichts Wichtigeres, was du tun kannst. Also, was ist wirklich dein Traumkunde und möchtest du vielleicht nochmal überdenken, mit welchen Kunden du überhaupt arbeiten willst? Kunde. Die magischen 100. Brian Chesky, der Gründer von Airbnb, hat in einem hochspannenden Interview an der Stanford-Uni gesagt, der beste Rat seines gesamten Lebens als Unternehmer, als Privatmensch war, versuche nicht, für 1 Million Menschen irgendwie ganz attraktiv zu sein, ganz interessant zu sein, sondern finde 100 Menschen, die dich lieben mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung. Airbnb ist ein großes Internetunternehmen, da ist es eigentlich viel wichtiger zu skalieren. Aber selbst er hat gesagt bekommen, vergiss mal dieses ganze Skalieren, vergiss es einfach. Und ich verspreche dir, es gibt in Wirklichkeit viel mehr als 100 Menschen. Brian Chesky wurde immer wieder gesagt, bei Pitches, wenn er sich Investoren gesucht hat, sagen Sie mal, haben Sie noch eine andere Idee? Glauben Sie wirklich, dass Leute durch die Welt reisen wollen, indem sie bei anderen Leuten auf der dreckigen Couch schlafen? Das hat er ganz oft gehört. Aber er hat 100 Menschen gefunden irgendwann, die das lieben, was er macht. Und sie haben ganz wenig Geld für Marketing gehabt. Selbst für so ein großes Internetunternehmen wie Airbnb war die Idee, einfach nur 100 Menschen zu finden, eine sehr gute Idee. Warum sage ich das? Weil viele Leute zu dir kommen werden, viele Experten und sagen, okay, du bist selbstständig, du musst gucken, dass dein Geschäftsmodell skaliert, du musst es multiplizieren, du musst irgendwie hinkriegen, dass du nicht deine Zeit verkaufst und so weiter. Stopp. Wir haben als Berater, Trainer oder Coaches
so hohe Gewinnmargen, 80% und höher, dass wenn wir teilweise fünfstellige Pakete verkaufen, dass du da sehr gut davon leben kannst, auch wenn du deine Zeit verkaufst. Du kannst natürlich auch schauen, dass du dir dann Coaches, Trainer, Berater anstellst, die das für dich sehr gut machen, die du wieder schulst und so weiter. Das ist dann auch durchaus skalierbar. Nicht so crazy wie ein Internetunternehmen. Ach, du hast doch viel weniger Risiko. Multipliziere mal 100 mit einem fünfstelligen Auftragsbetrag oder 100 mit einem vierstelligen Auftragsbetrag. Dann kommst du schon richtig auf Umsatz, wenn du das nur im Jahr nehmen würdest. Letzter Gedanke, das magische Jahr. Darren Hardy, der Unternehmer, Autor, sagte, sei ein Jahr lang am Markt. 99% der Unternehmer, gerade in diesem Berater-Trainer-Bereich, scheitern vorher, vor diesem Jahr. Und das ist erstmal dein einziges Ziel, weil das beweist dir selber, dass du es ernst meinst. Originalton, be here a year from now. Mach erstmal nur das, wenn du wirklich gestartet bist als Trainer, als Berater, als Coach. Alles andere können wir dir beibringen. Wenn du bei uns eine Ausbildung machen willst zum selbstständigen Trainer, dann würde ich mich sehr freuen. Die Kontaktdaten sind unten. Bis dann.